Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Oh, ich wusste es! Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. So, okay. Da werden wir gleich mal einige Hände schütteln. Es ist immer schon verdächtig, wenn jemand fragt, darf ich Ihnen die Hand geben? Da würde ich immer sagen, nee. Darf ich dir mal die Hand schütteln? Der Typ im Neuheitenladen hat mir das gegeben. Ach nein, noch nicht was so! Ist das? Ein Wasser. Du legst es in deine Hand und verpasst damit anderen Elektroschocks. Warum? Es ist ein Gag, ein ganz nützlicher Spaß. Wenn du das je an mir ausprobieren solltest, breche ich dir den Arm. Okay, okay, ich habe verstanden. Gibst du mir die Hand? Machst du Witze? Weiß der Geier, wo die schon gewesen ist? Gib mir die Hand. Nö. Oh Mann! Och, verdammt. Das ist doch doof! Würden Sie mir die Hand geben, Ma'am? Aber nicht doch, George. So förmlich. Mann, das macht doch keinen Spaß, wenn man so ein Wasser hat und keiner will einem die Hand geben. Und dabei möchte ich es auch belassen. Darf ich Ihre Hand ergreifen? Imperialistischen Hunden reiche ich meine Hand nicht. Sie haben ein echtes Problem mit Ihrer Einstellung. Es ist jetzt so ein Running Gag, dass ich die bekomme und keiner will mir die Hand schütteln. Hey, darauf einen herzhaften Händedruck. Lieber nicht, Monsieur. Mir tut immer noch alles weh von dem Schock, den mir einer der Gäste verpasst hat. Er hatte ein elektrisches Gerät in seiner Handfläche verborgen. Praktische Scherze sind ja so kindisch, finden Sie nicht? Oh yeah, sicher. Oh yeah. So, jetzt wollen wir erstmal sehen, ob sie Folgendes vorhersehen kann. Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Werden Sie meine Hand schütteln? Nein, werde ich nicht. Ach Mann! Ich kann in die Zukunft sehen, wissen Sie noch? Gib mir deine Hand. Was ist denn jetzt los? Ach, hab dich doch nicht so. Ich will dir doch nur eine kleine Nummer zeigen. Kommt nicht in Frage. Ich schieb keine Nummern. Vater Mahoney hat gesagt, dass ich sonst in der Hölle komme. Ich will dir doch nur die Hand schütteln, das ist alles. Von mir aus. Volltreffer. Gut, eh? Hab überhaupt nichts gemerkt. Ja, das wird ihn doch beeindrucken. Gib mir nochmal die Hand. Bin doch nicht blöd, ey. Oh, schade. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihre Hand zu schütteln, Mr. O'Brien. Mir eigentlich wenige. Wissen Sie, ich habe zufälligerweise den Buzzer in Ihrer Hand gesehen. Die sind schlau, die Iren. Geben Sie mir mal die Hand. Das ist doch ein Trick, oder? Verdammt, Sie haben recht. Ich scheine niemanden reinlegen zu können. Sie haben es nur bei dem kleinen dummen Jungen. Bis später. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, eh? Geben Sie mir mal die Hand, bitte. Komm, wir müssen ihn überzeugen. Wir haben Erfahrung mit Elektrik. Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts dagegen haben. Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ha? Warum um alles in der Welt sollte ich? Was haben Sie vor? Nichts. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ach Mann. Ich muss vorsichtig sein, wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Oh Mann. Ich warte immer noch darauf, dass Sie diese Spülmaschine reparieren. Okay, bleiben Sie bloß auf dem Teppich.
Ich wollte Ihnen doch nur kurz die Hand geben, Sir. Ja, das hätten die mir nicht geben können, diesen Wasser. Hey, wollen Sie mir die Hand... Nein, lieber nicht. Ach so, nee. Nee, besser nicht. Möchten Sie meine Hand schütteln? Was soll denn das? Ich halte nichts von diesem Männerfreundschaftszeug. So, dann würde ich sagen... Dürfte ich Ihren Hut schütteln, Sir? Huf. Jetzt habe ich beides kombiniert. Ach, schade. Machen wir. Na komm, dann werden wir halt mal verhaftet. Würden Sie mir gern die Hand schütteln, Inspektor? Bitte nehmen Sie meine Ablehnung nicht persönlich, Stobart. Aber meine Handflächen sind ganz besonders empfindlich. Ah, was? Wo ist mein Passer? Habe ich jetzt keinen Buzzer mehr? Nein! Bis dann, Inspektor. Nein! Ach, nö. Ach, da ist er wieder. Oh, beruhigt euch. Das wäre sonst nicht spielbar gewesen. Also, wenn ich jetzt einen erwischen kann, dann aber doch den. Schütteln Sie mir die Hand, Benoit. Das halte ich für eine ganz schlechte Idee, Sir. Wieso das? Dermatitis. Ich habe doch keine Dermatitis. Aber ich... Ich würde Ihnen gern die Hand geben. Werden Sie nicht frech, junger Mann. Gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Moment. Eine Sache. Entschuldigung, noch. Aber... Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es kann nicht sein, dass das im ganzen Spiel nur bei dem kleinen Jungen funktioniert hat. Ich habe schon jeden versucht zu schocken. Ich weiß, was da hilft. Ich überlege, ob ich ihm einen elektrischen Schock versetzen soll. Aber das kann ich einem Kranken einfach nicht antun. Ich dachte, er sei nur verrückt. In welchem Bett liegt Marquet? So ein Arzt wünscht man sich. In Quarantäne. Ich überlege, ob ich ihm einen elektrischen Schlag versetzen soll. Aber das kann ich einem Kranken einfach nicht antun. Ihr habt's doch kommen sehen. Sie werden niemals Professor und jetzt geben Sie mir die Hand. Ja, finde ich gut. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. Oh, dann weiß ich ja, wo wir uns nachher treffen. Hinter der alten Mühle gebe ich Ihnen die Hand. Ich habe aber noch einen doch anderen Trick so auf Lager. Nein, sieht nicht so aus. Hallo, ich hätte noch einen anderen Trick auf Lager. Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Also, ich werde ja wohl ein paar Touristen erwischen können. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Nee, reden... Ach Mann! So. Wir hatten bei einem irischen Jungen ja schon mal Glück. Und der wird bestimmt so höflich sein. Hier, gib mir die Hand, Neo. Lieber nicht, Sir. Oh nein! Jedenfalls nicht, solange Sie diesen Elektroschocker so ungeschickt in der Hand verbergen. Oh, du hast das bemerkt? Die Dinger wurden in 3 verschiedenen Abrüstungskonferenzen verboten. Na, komm zum Abschied. Schütteln Sie meine Hand, Ulta. Haha, mich erinnern an Lustiges, was passieren ist Monat her. Vielleicht 6. Mann, kommen zu Ultar, sagen, schütteln Sie meine Hand, Ultar. Aber Mann, haben elektrisches Bassding in Hand. Haha, wir lachen wie krank. Haha, danach ich brechen sein Arme. Ach. Links, rechts. Ach so, nee, ich hatte keins. Wir sehen uns noch, Ultar. Möge es Ihnen höchst gut ergehen, werter Herr. Ja, Diamant verkaufen? Den habe ich gar nicht dabei. Den hat ja Nico. Ich habe nur eine rote Nase. Nee, den verkaufe ich nicht. Den verkaufe ich nicht für eine Fahrt. Der ist unverkäuflich, mein Buzzer. Sie ist mir zu sympathisch, um mir mit dem Elektroschocker Shake and Shock einen zu verbraten.
Ja, was soll's. Es geht wieder Sagt los. Sagt Ihnen das etwas? Nein. Nein. Sie kaufen Kebab. Hatte er etwas Wichtiges bei sich? Bevor ich Ihnen das sage, dürfte ich Ihnen einmal die Hand schütteln, Sir? Mir fehlen hier gewisse Dialogoptionen. Sie sind ein tapferer und ehrenhafter Mann, Mr. Stobbart. Eine seltene Gattung. Ich möchte Ihnen gerne die Hand schütteln. Ja! Okay, naja, was soll's. Hier. Es war ein weiter Weg darunter. Unten konnte ich Ultas Wagen sehen. Ja! Okay, bringen wir es hinter uns. Was ist das? Nein! Jetzt habe ich ihn ganz normal. Nein! Ich muss es erst nur die Hand nehmen, offenbar. Tut mir tun immer so, als hätte ich das gerade schon in der Hand gehabt. Ich gehe natürlich davon aus, dass ich den konstant immer in der Hand... Ey, also... Okay, bringen wir es hinter uns. Ich war so aufgeregt, dass ich es vergessen habe. Dass ich endlich anwenden kann. Komm noch mal. Ja, jetzt schnell. Jetzt schnell. Nee. Also ich unterschätze, wie schnell der tatsächlich ist. Ich muss schnell klicken. Darf ich nicht rumpalabern. Dann möchte ich noch einmal die Hand geben. Ich möchte Ihnen gern die Hand geben, André. Nicht jetzt, George. Na gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. In einem entscheidenden Moment hat es geklappt. Ein Triumph hatte ich, das stimmt. Na gut, Entschuldigung. Möchten Sie mir gerne die Hand schütteln? Das glaube ich weniger, Senor. Naja, lassen wir es gut sein. Ich spiele mit dem Gedanken, den Shake and Shock bei ihm anzuwenden. Aber das könnte ich einem Priester nie antun. Na, bedank dich doch mit einem Händedruck. Ich muss diesen Mist loswerden. Völlig tot. Was? Och nö. Was wissen Sie über die Tempelritter? Hallo, ich bin's schon wieder. Was ist? Ich bin ziemlich sicher, dass der Shake and Shock sich in Syrien entladen hat. Also, dass die traurigste Entwicklung seit es Schokolade gibt. Schokare.